Also, so kann das schon mal aussehen, wenn man mit dem Malen fertig ist. Und dann heißt das jetzt Palette putzen. Das heißt, alles zusammenschieben. Vielleicht da oben hinlegen. Weil das kann man dann etwas vermischen. Und das ist dann der sogenannte Palettendreck. Und das kann man dann auch wieder verwenden fürs Abtönen von Farbe. Und hier mit der Spachtel alles erstmal oberflächenmäßig wegkratzen. Und das ist jetzt schon ein paar Tage. Ist das jetzt hier auf der Palette? Ist die Farbe auf der Palette? Und das ist immer nicht so gut. Also man sollte eigentlich die Palette jeden Tag sauber machen. So, jetzt habe ich hier meinen Palettendreck. Das kann ich ein bisschen zusammenschieben. Ich kann natürlich das auch wegwerfen, wenn ich das nicht unbedingt haben will. Und dann mache ich halt wieder die Spachtel mit dem Haushaltstuch sauber. Das heißt, ich brauche hier keinen Pinsel oder irgendwie sowas reinigen. Ich mache das einfach mit dem Haushaltstuch und der Palette, beziehungsweise mit der Spachtel. Als nächstes mache ich jetzt Folgendes, dass ich jetzt hier ein bisschen Rapsöl drauf schütte und dann eben hier mit dem Haushaltstuch oberflächlich hier das Rapsöl einreibe und man sieht, Farbe wird gelöst. Also da brauche ich jetzt nicht unbedingt teures Medium B verwenden, sondern das geht sehr gut mit dem Rapsöl. Und je öfter man oder je schneller man die Palette putzt, also jeden Tag meinetwegen am Abend, beziehungsweise immer dann, wenn man halt gemalt hat, dann geht das umso leichter. Und hier tue ich mir jetzt noch ein bisschen schwerer, weil ich das schon seit ungefähr 4-5 Tagen die Farbe auf der Palette habe. So, ich habe jetzt hier nochmal sogar mit Medium W die Palette etwas eingerieben und versuche jetzt nochmal die stärkeren Verschmutzungen tatsächlich mit der Spachtel wegzukriegen, was ganz gut geht. Aber wie gesagt, das ist eigentlich das, was ich hier mache, ist schon fast ein kleiner Notfall, dass ich hier die Farbe tagelang auf der Palette trocknen lasse. Das sollte man eigentlich nicht machen, aber man sieht, es geht. Und die Palette, das ist eine Plexiglasscheibe, die ich mir halt entsprechend mit der Eisensäge zugeschnitten habe. Das ist keine große Aktion. So, naja, und den Rest muss man halt dann mit der Spachtel noch machen. Ja, nur um zu zeigen, dass das normalerweise viel einfacher geht mit dem Entfernen von Farbe, habe ich hier mal etwas Rot draufgelegt und nehme das einfach jetzt hier mal weg oder mache es noch ein bisschen so. So, da oben ist mein Palettendreck für Grautöne. Kann man natürlich auch anders machen, aber kann man auch diesen Palettendreck etwas steuern, die Grautöne. Und normalerweise am Ende der Malsession, am Ende des Tages quasi, nimmt man halt die Farbe weg, tut sie dann hier in das Haushaltstuch, macht die Palette vielleicht nochmal sauber. Die Palette ist eigentlich die Spachtel. So. Palette machen wir jetzt sauber und dann machen wir das so hier
Und jetzt ist da noch so ein Rotschleier. Kriegt man auch weg. Und wenn ich es jetzt dann hab, da auch immer daneben so eine Tüte, Abfalltüte quasi. Zeig's mal, da ganz unten ist die Abfalltüte an der Staffelei. Ist ganz praktisch, wenn man sich das da unten hinhängt. Und jetzt kann ich auch noch ein bisschen Raps drauf tun. Rapsöl, so, um es komplett sauber zu kriegen. So. Und da sieht man das ganze Rot weg. Da ist es drin. So, das ist deutlich einfacher, wenn man das jeden Abend macht oder eben einfach nach der Malerei. Auch wenn dann etwas Farbe verloren geht, aber das ist dann viel, viel praktischer.